Datum unbekannt. Ruhig habe ich wieder und wieder nach einem Stück Papier und einem Stift gefragt. Tag für Tag. So lange, bis man mir endlich gegeben hat, wonach ich gefragt habe. Nicht, dass es irgendeine Rolle spielen würde. Was kann ich schon tun? Meine Augen ausstechen. Die Bandagen fühlen sich mittlerweile wie ein Teil meiner selbst an. Ich glaube, dass das meine letzte Chance ist, noch leserlich zu schreiben, da meine Hand, ohne dass ich die Fehler korrigieren kann, sicher bald die korrekten Bewegungen vergessen wird. Es ist so etwas wie eine Gefälligkeit für mich selber, dies hier zu schreiben. Es ist das Relikt einer anderen Zeit. Ich bin mir sicher, dass alle weg sind und diese Welt tot ist. Oder noch etwas viel Schlimmeres. Ich sitze Tag ein, Tag aus gegen die gepolsterte Wand gelehnt. Das Wesen bringt mir Wasser und Nahrung. Es tarnt sich als freundliche Schwester, als unsympathischer Doktor. Ich glaube, dass es weiß, dass sich mein Gehör erheblich verbessert hat, seit ich in der Dunkelheit lebe. Es täuscht Unterhaltungen im Gang außerhalb meines Zimmers vor. Nur für den Fall, dass ich zuhören könnte. Eine der Schwestern erzählt davon, dass sie bald ein Baby bekommen wird. Einer der Ärzte hat seine Frau in einem Autounfall verloren. Nichts davon bedeutet irgendetwas. Nichts davon dringt zu mir durch. Nicht. Nicht wie sie es tut. Das ist der schlimmste Teil. Der Teil, den ich fast nicht ertragen kann. Das Ding, es besucht mich, als Amy maskiert. Seine Imitation ist perfekt. Es klingt wie Amy, es fühlt sich an wie sie. Es kann sogar eine glaubwürdige Reproduktion von Tränen erzeugen, welche ich an seinen lebensgetreuen Wangen fühlen kann. Als ich hierher gebracht wurde, hat es mir all die Dinge erzählt, welche ich hören wollte. Es hat mir gesagt, dass sie mich liebt, dass sie mich immer geliebt hat. Dass es nicht verstehen konnte, weshalb ich mir das angetan hatte. Dass wir uns immer noch ein Leben zusammen aufbauen könnten, wenn ich nur endlich aufhören würde, darauf zu beharren, dass man mich täuschen wolle. Es hoffte, dass ich ihm glauben würde. Nein, es musste mich davon überzeugen, dass sie real ist. Ich wäre fast darauf reingefallen. Fast. Ich habe lange Zeit an mir gezweifelt. Schlussendlich war aber alles einfach zu perfekt, zu fehlerlos. Zu real. Die falsche Amy kam zuerst jeden Tag, dann jede Woche und hat irgendwann ganz aufgehört zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass das Wesen jemals aufgeben wird. Ich glaube, das Wartespiel ist nur ein weiterer seiner Schachzüge. Ich werde ihnen für den Rest meines Lebens widerstehen. Ich werde es müssen. Ich weiß nicht, was dem Rest der Welt widerfahren ist, aber ich weiß, dass ich irgendwie seinen Betrug aufzusitzen habe. Und wenn ich das soll, dann könnte es sein, dass ich vielleicht ein Dorn in seinem Auge bin. Vielleicht lebt Amy noch. Irgendwo da draußen, am Leben gehalten. Nur durch meinen Willen, den Täuschungen zu widerstehen, an dieser Hoffnung. Halte ich mich fest. Ich schaukle vor und zurück in meiner Zelle, um die Zeit zu vertreiben. Ich werde niemals nachgeben. Ich werde nicht gebrochen werden. Ich bin ein Held. Der Arzt las den Text, welchen der Patient auf das Papier gekritzelt hatte. Man konnte es kaum lesen, in den zitternden Ziffern eines Blinden verfasst. Er wollte über die standhafte Entschlossenheit des Mannes lächeln, eine Erinnerung an den menschlichen Überlebenswillen, auch wenn er wusste, dass der Patient an Wahnvorstellungen litt. Immerhin wäre ein geistig gesunder Mann schon lange den Täuschungen verfallen. Der Arzt wollte lächeln, er wollte dem Wahnsinnigen Worte der Unterstützung zuflüstern, er wollte schreien, aber die Nervenfäden, welche um seinen Kopf gewickelt waren und in seine Augen führten, ließen ihn etwas anderes tun. Sein Körper betrat die Zelle wie eine Puppe und er erzählte dem Patienten ein weiteres Mal, dass er falsch lag und dass es niemanden gab, der ihn verleiten wollte.